Das Thema vom heutigen Abend, und ich möchte gerne heute es wirklich knapp und fokussiert halten, ist das Thema Anziehung und das Thema Polarität. Und die Hauptfrage ist sozusagen, wie du die Anziehungskraft in deiner Beziehung wiederbeleben kannst oder beleben kannst, unter Berücksichtigung von dem Konzept von Polarität. Super, klappt alles, passt alles, perfekt. Und die Idee, dieses Gespräch zu halten, war, weil ich jetzt kürzlich wieder mal ein Erstgespräch hatte mit einem Paar. Und das Gespräch war so ein ganz typisches Gespräch. Das verlief unter der Überschrift, so ein Paar um die 30. Und die Überschrift war, wir lieben uns, wir sind ein super Team, aber im Bett ist es tote Hose, beziehungsweise im Bett läuft es einfach nicht so, wie wir uns das wünschen. Es ist sehr ruhig. Und wir möchten einfach wieder mehr knistern und wir möchten wieder mehr Leidenschaft. Und das Interessante bei diesem Erstgespräch ist, es ist wirklich egal, ob da ein Mann oder eine Frau sitzen. Ich habe das Ganze, es ist ein bisschen egal, auch wie alt die Leute sind. Das heißt, ich habe ähnliche Gespräche mit Paaren gehabt, die Anfang 20 sind. Ich hatte ähnliche Gespräche mit einem schwulen Paar, was 50 ist, mit einem lesbischen Paar, was Mitte 40 ist. Also das ist Wurst. Es ist Wurst sozusagen. Alter und sexuelle Orientierung sind Wurst. Wenn es darum geht, dass man beobachtet, dass einfach die Anziehung vielleicht nachlässt. Und die Länge der Beziehung ist so ein Faktor, das spielt teilweise mit rein. Also ich würde, und gleichzeitig auch da wieder, ich habe schon mit Paaren gesprochen, die sich nur ein Jahr kennen und dieser Effekt hat sich eingestellt. Und ich habe mit Paaren gesprochen, die viele, viele Jahre auch eine sehr erfüllte Sexualität hatten und dann hat sich etwas verändert in der Dynamik. Manchmal kann man das festmachen an äußeren Dingen, die sich verändert haben, wie beispielsweise Geburt von einem Kind oder auch Krankheit. Und manchmal wissen die Leute aber einfach nicht, was ist los, woran liegt es, was passiert hier. Und der Klassiker ist ja wirklich dieses am Anfang von einer Beziehung, sozusagen im Idealfall oder das, was das Klischee uns sagt, was ja auch nicht immer so ist. Es gibt auch Beziehungen, die fangen an und Sexualität ist direkt eine Herausforderung. Aber was viele beobachten, ist am Anfang von der Beziehung, ja, da gibt es noch diesen Funken der Leidenschaft. Man denkt an den anderen, man ist neugierig, sich kennenzulernen, man hat Lust, sich nah zu sein, man hat Lust, körperlich miteinander zu sein, man hat Lust, miteinander zu reden, ja, man hört dem anderen wirklich noch neugierig und interessiert zu und ja, und hat einfach lustvolle, erotische Gedanken und eventuell dann auch einfach viel Sexuelles miteinander. Und ein entscheidender Faktor, gerade in dieser Anfangszeit, ist, dass einfach auch vieles noch unsicher ist. Ja, es ist noch neu und es ist noch unsicher. Und mit der Zeit passiert dann, dass eine Vertrautheit wächst, dass die Sicherheit miteinander wächst, dass die Liebe miteinander wächst. Und dass dann aber einfach auch oft die sexuelle Anziehung schwindet. Und wie die französische Sexualtherapeutin Esther Perel immer sagt, ist dieses It's about the mystery. Ja? Also diese Frage, wie schaffen wir es, das Mysterium, das Unbekannte miteinander am Leben zu halten? Weil das, was sozusagen eine langfristige Stabilität in einer Partnerschaft ausmacht, ist das Vertraute, das sind die Gemeinsamkeiten. Aber das, was die Leidenschaft ausmacht, das sind oft die Verschiedenheiten und die Unterschiedlichkeiten. Und natürlich ist es so, wenn du jetzt ja, beispielsweise einfach ganz, ganz verschiedene Grundwerte hast, da komme ich gleich noch drauf, das ist so ein Thema. Aber bei den Verschiedenheiten geht es vor allen Dingen auch um verschiedene Energien. Und ein wichtiger Punkt, auf den ich also an der Stelle schon mal hinaus möchte, ist, dass Liebe allein nicht reicht, um eine sexuelle, erfüllte Beziehung zu haben. Das ist ja oft so ein Mythos. Ja, wenn man sich liebt, dann klappt das halt irgendwie alles. Oder wenn es irgendwann mal geklappt hat, dann müsste es doch eigentlich auch klappen. Und das ist Bullshit. Also Liebe allein reicht nicht. Ne? Mit Liebe, da ist man in dieser Freundschaft, man ist ein gutes Team. Aber es braucht wirklich diesen Fokus von beiden Seiten auch, die Leidenschaft zu kultivieren. Und das hat viel damit zu tun, eben auch wieder unsichereres Terrain zu betreten, was natürlich erstmal auch beängstigend sein kann. Gerade in der Sexualität ist es so, dass einfach wissenschaftliche Forschung, also es ist jetzt gar nicht ich in meiner Beobachtung, sondern dass es viele Studien dazu gibt, dass Paare, die viele Jahre zusammen sind, treffen sich einfach irgendwann nur noch im kleinsten gemeinsamen Nenner. Ja, das heißt, man hat dann irgendwann mal ausprobiert, wie ist das, wenn wir Oralsex miteinander haben und das hat dann gut funktioniert oder nicht gut funktioniert, also wird es ins Programm aufgenommen oder eben nicht. Vielleicht
waren wir auch schon mal im Swingerclub und das war entweder eine schöne Erfahrung oder es war super herausfordernd und stressig, also lassen wir es bleiben. Und vielleicht hatten wir auch schon mal einen Dreier und was auch immer. Also am Anfang sind wir einfach experimentierfreudiger und mit der Zeit gibt es dann so ein Standardprogramm, ne? Und das Standardprogramm, das ist gut, das ist vertraut, aber das ist halt auch so ein bisschen langweilig. Und das andere Extrem ist, wir haben gar nicht erst viel ausprobiert, weil einfach so eine große Verlustangst auch da ist. Und landen einfach von Anfang an eben bei diesem kleinen gemeinsamen Nenner. Und das kennst du ja vielleicht auch außerhalb von der Sexualität, dass einfach Paare, die lange zusammen sind, sich anpassen. Ja, und das Klischee davon, das Klischeebild, was mir direkt kam, sind diese alten Paare, so beide in beige gekleidet, die so ganz freundlich vielleicht noch Arm in Arm oder Hand in Hand langschlendern, aber irgendwie, die sehen gleich aus. Und die strahlen vor allen Dingen auch so eine gleiche Energie aus. Oder, was ich auch letztens hatte hier, als ich spazieren war, ist so, man sagt auch manchmal, wie der Herr so das Geschirr bei Hundehaltern, dass ich jemanden mit dem Hund gesehen habe und das Gefühl hatte, irgendwie der Hund und das und der Mensch daneben, die sehen total gleich aus und die strahlen so voll dasselbe aus. Und das ist sozusagen, was passiert einfach, wenn wir viel Zeit miteinander verbringen, ist, wir passen uns an und wir passen uns auch auf eine Art energetisch an. Und das, wie gesagt, erzeugt ganz viel Sicherheit und Vertrautheit, aber nicht unbedingt Geilheit und Lust und sexuelle Anziehung und Funken und Knistern. Und dieser Funken und dieses Knistern, da sind wir einfach ganz biologisch so ein bisschen auch drauf trainiert, dass einfach das Andersartige, das Neue, das Unbekannte, das Komplementäre, das ist halt oft, was uns anzieht. Und ich glaube, das ist ja auch, was jeder von euch kennt, ne? Dass manchmal so Verstand und Körper, also was wir im Verstand toll finden und das, was unser Körper, wo unser Körper darauf reagiert, können manchmal sehr unterschiedliche Dinge sein. Und ein Konzept, was ich gerne für heute mit reinbringen möchte, ist das Konzept von Polarität. Von einer Frau auf Instagram wurde ich gefragt, da in einen Talk reinzugehen zum Thema Polarität, dieses Polaritätskonzept aus dem Tantra. Und da will ich jetzt gar nicht in der Stelle so tief einsteigen, aber insofern du schon mal davon gehört hast, die Idee ist einfach, ne, also erstmal Polarität, vielleicht kennst du den Begriff aus der Chemie. Mein Vater ist promovierter Chemiker, das heißt, ich habe auch mal eine Weile versucht, mich mit Chemie das zumindest irgendwie besser zu verstehen. Und man spricht ja davon, dass Teile entweder neutral sind oder dass sie eine verschiedene energetische Ladung haben und dadurch eben sich entweder anziehen oder auch abstoßen. Und an der Stelle können wir einfach sagen, dass dieses Bild von Polarität einfach heißt, dass eine bestimmte Art von Energie da ist in einem Menschen, eine bestimmte Art von Eigenschaften oder vielleicht auch von einer Ausrichtung, die dafür sorgt, dass jemand eben auch anders und nicht super neutral ist. Und ich finde, dass das Konzept von Polarität helfen kann, gerade im Bereich von sexuellem Begehren und gerade wenn Leidenschaft und Sexualität stagnieren, da genauer hinzugucken und wirklich zu gucken, wie sehr sind wir gleich und wo sind wir vielleicht noch verschieden und wo ist überhaupt Raum für Anziehung? Und das heißt, ich möchte gerne so ein bisschen euch ermutigen, dich ermutigen, ein Bewusstsein für unterschiedliche Energien in dir zu kultivieren. Das heißt also, anstatt sich in allem anzugleichen, auch in einer Beziehung und sozusagen zu neutralisieren und auf dem sicheren, aber halt vielleicht langweiligen, kleinsten gemeinsamen Nenner zu treffen, da eher zu gucken, was sind denn die unterschiedlichen Essenzen und was sind die Verschiedenheiten und wie können wir die eventuell auch wieder mehr kultivieren. Und eine mögliche Schablone und Sicht auf das Ganze ist diese Schablone von Yin und Yang. Und das kennst du ja vielleicht, das habe ich ja sogar in der Gruppe gepostet, dieses Yin und Yang-Symbol, was dann übertragen auf Beziehungsdynamiken auch oft übersetzt wird in maskuline und feminine Energie. Yin wäre die feminine Energie und Yang wäre die maskuline Energie. Und an der Stelle ist mir ganz, ganz wichtig, dass es für dieses Konzept, für diese Schablone, spielt es überhaupt keine Rolle, welches physische Geschlecht du hast, sondern es geht einfach nur um ein Konzept, um eine Idee davon, um zwei Energien voneinander zu unterscheiden. Also sowas wie Tag und Nacht, Ebbe und Flut. Und das auch wiederum, ne, also wenn ich jetzt bei gleichgeschlechtlichen Paaren gucke, dass es dann
egal ob hetero oder gleichgeschlechtlich, dass es manchmal Paare gibt, eben die sehr ähnlich in einer sehr ähnlichen Energie sind und dass es manchmal Paare gibt, die in einer sehr unterschiedlichen Energie sind. Und meine Eltern zum Beispiel waren befreundet mit einem schwulen Paar, was ganz oft bei uns war. Und das ist ganz doll in dieses Klischee gefallen, so vom, der eine Mann war wirklich eher so der Pitbull und der andere Mann war eher so die ganz weiche Diva. Und zwischen den beiden herrschte zum Beispiel eine große, auch sexuelle, auch wirklich spürbare sexuelle Anziehung, eine große Lebendigkeit. Und die hatten, wie gesagt, zwei sehr verschiedene, vielleicht auf den ersten Blick auch verschiedene Energien. Und bei zwei sehr gleichen Energien, also einfach, wenn dir jemand sehr, sehr ähnlich ist, dann ist es natürlich auch oft leicht, ja, da vielleicht eine Liebe zu entwickeln oder zumindest ein Verständnis, dieses in dem Moment, wo jemand mir sehr ähnlich ist und wirklich ähnlich wie ich tickt, habe ich ja auch durchaus ein großes Verständnis für diese Person. Und es mag vielleicht manchmal auch leichter sein, deine Liebe und weniger Ladung zu empfinden. Und nochmal so Attribute, die sozusagen dieser männlichen Essenz oder männlichen Energie zugeordnet wären. Das wäre dieses sehr Verstand, etwas eher nach oben ausgerichtetes, also vielleicht auch spirituell angebundenes, zielorientiert. Es geht da um so Aspekte wie Präsenz, den Fokus halten, um so Dinge wie Raum erobern, Wettkampf oder aber auch um so Aspekte, ja, wie einfach wirklich was zu machen und was zu schaffen und dafür auch wertgeschätzt zu werden. Wenn wir es nicht in männlich und weiblich einteilen, einfach eine andere Ausprägung, eine andere energetische Ausprägung wäre sozusagen was sehr Körperliches, was sehr vielleicht Lustorientiertes, sehr Fühlendes, sehr auf Gefühle ausgerichtetes, was vielleicht weniger auf dieses Konkurrenz und Wettkampf, sondern mehr auf Gemeinschaft und Verbindung setzende und jetzt vom Element her sozusagen dieses das Erdige, dieses nach unten angebundene. Und wo es darum geht, als Thema auch sich gesehen und wertgeschätzt zu fühlen. Und ich habe echt so ein bisschen reflektiert und habe überlegt, wie war das denn bei mir? In den vergangenen 20 Jahren hatte ich 5 wirklich große, langjährige Beziehungen. Und in allen Beziehungen, bevor ich 30 war, also in den letzten 10 Jahren sozusagen, die ersten 10 Jahre meines Beziehungslebens, da gab es oft auch auf der sexuellen Ebene ganz viel Konflikt und Schwierigkeiten. Und das so die letzten 2 Beziehungen, da gab es eine hohe, auch längerjährige sexuelle Dynamik, die zumindest bisher gut funktioniert hat, also eine hohe Anziehungskraft. Und ich mag anhand sozusagen von diesem sehr intimen und vielleicht privaten Beispiel von mir und meiner Partnerschaft nochmal auf die Frage auch eingehen, wie kannst du Anziehung herstellen, wie kannst du Anziehung kultivieren und was sind vielleicht Möglichkeiten und Tipps, was du da machen kannst und wo du da genau hingucken kannst. Und die erste Frage, die du dir stellen kannst, ist, wenn du jetzt dieses ganze Ding hörst, ja, und mir ist nochmal wichtig, an der Stelle auch mit reinzugeben, diese Sicht hell, also schwarz und weiß, so es gibt auch noch ganz viele Facetten, aber es macht manchmal die Dinge einfacher, es erstmal in diesen beiden Polen und Konzepten sich anzugucken. Und die erste Frage, die du dir stellen kannst, ist, was ist eigentlich meine Energie? Was ist meine Hauptenergie? Gibt es irgendwas, wo ich hauptsächlich drin unterwegs bin? Und vielleicht dahinter auch noch die Frage, und da wird es dann schon so ein bisschen komplexer, ist, lebe ich eigentlich meine Essenz? Also lebe ich eigentlich die Energie oder habe ich durch meine Konditionierung, durch meine Prägung vielleicht auch Sachen übernommen, die gar nicht unbedingt mir so sehr entsprechen? Und wenn ich da jetzt auf das Beispiel von mir selber eingehe, würde ich sagen, dass ich schon auch viele Jahre irgendwie Masken draufgepackt habe und da mir gar nicht so bewusst war. Das heißt, meine Beobachtung ist, auch so, wenn ich Fotos angucke und in der Zeit zurückgehe und auch in meine Erinnerung zurückgehe, würde ich sagen, dass ich gerade die ersten 6, 7, 8 Jahre wirklich sehr dieses kreative, emotionale, verspielte, fließende, sehr verkörperte hatte. Dann kommt natürlich auch die Phase, wo der Schuleintritt ist und wo es auch entwicklungspsychologisch bei einem Kind natürlich mehr Logos gefördert wird, mehr der Verstand, mehr diese Ebene angesprochen wird.
mehr eine Struktur reingebracht wird. Aber ich habe gemerkt, dass ich wirklich mit Eintritt in die Schule also vieles von diesen Sachen davor habe fallen lassen und mich sehr auf diese Verstandesebene fokussiert habe, weil das war sozusagen die Sprache der Liebe, die ich mit meinem Vater teilen konnte, der wirklich so ein sehr mentaler Mensch war, ist und mich einfach sehr diese Maske sozusagen übergesetzt habe und einfach sehr in diese Energie nach außen gegeben habe. Dann kam die Phase so in der Jugend, in der Pubertät, wo ich gemerkt habe, okay, oder wo ich vielleicht auch beobachtet habe, so was, wie muss ich vielleicht sein, um weiblicher rüberzukommen? Was heißt eigentlich feminin? Wie läuft das mit dieser ganzen Anziehung zwischen Leuten? Und da eher wieder so eine, ja, vielleicht auch fake weibliche Schicht drüber gepackt habe. Das finde ich spannend, weil ich den Prozess auch gerade so ein ganz bisschen bei meiner Tochter beobachte. Also wo es darum geht, erstmal nachzumodellieren von dem, was ich meine, was ich sehe, was weiblich ist und welche Rolle das ist. Und da sozusagen auch mit Sex-Appeal zu spielen. Und anschließend würde ich sagen, dass so mit 18, 19 hatte ich so einen ganz großen Heartbreak. Und ich glaube rückblickend, dass ich dann einfach viele Jahre extrem zugemacht habe. Ich habe mich sehr auf diese Themen Studium, also ich habe mich auch in einer Umgebung aufgehalten, wo es einfach sehr stark um den Verstand ging, um Argumentationsketten, um Logik, um Wissenschaft, um, ja, ich war in der Studienstiftung, also da ging es auch viel um Wettbewerb und gut sein wollen. Und das sind alles Dinge, ja, die ich in der Zeit ausgestrahlt habe. Und wenn ich mir angucke, welche Partner, welche Männer, welche Gegenüber, welche Sexualpartner habe ich mir in der Zeit angezogen, waren das entweder Leute, die sehr gleich getickt haben und wo es irgendwie viel Clash gab oder Partner, die in was sehr Weichen drin waren, was ich aber in mir total abgelehnt habe und deswegen auch in ihnen nicht annehmen konnte und umgekehrt. So. Und ich würde sagen, das hat schon alles einen Einfluss darauf gehabt, einfach auch wie die Anziehung war und wie die Sexualität war und von welcher Dauer das Ganze war. Und bei mir hat sich das dann wirklich geändert mit 30, wo ich durch Persönlichkeitsentwicklung, durch Körperarbeit, durch Massagen, durch Gefühlsarbeit wieder mehr in meinen Körper reingekommen bin, wieder mehr aus dieser mentalen Kruste runtergekommen bin und tatsächlich auch das ganze Thema Sinnlichkeit und ich würde sagen auch Weiblichkeit und Mütterlichkeit anders nochmal mir angeguckt und integriert habe. Und das war auch wirklich der Zeitpunkt, also das war der Zeitpunkt, ab wo auch die Sexualität und auch dieses ganze Thema sexuelle Anziehung und sexuelle Dynamiken und Beziehungen viel, 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 viel besser gefunzt hat und wo ich wirklich auch angefangen habe, andere gegenüber anzuziehen, also Menschen, die in einer definitiv anderen Energie waren, als das, was ich vorher die meiste Zeit angezogen habe, weil ich sozusagen mehr ich geworden bin. Und ja, also das heißt, eine Frage, die du dir stellen kannst, ist wirklich zu gucken, bin ich gerade auf neutral, bin ich irgendwie nur am Schaffen und Machen oder wie sehr verkörper ich das? Und du kannst auch so ein bisschen in der Zeit zurückgehen. Ne? Wer war ich früher? Das ist ja das, was ich in der Pleasure Challenge ganz viel gemacht habe. Also sich zu besinnen, was habe ich eigentlich früher gemacht und was hat mir Spaß gemacht und was fand ich toll und was habe ich geliebt? So. Oder du kannst auch überlegen, was sind meine sexuellen Fantasien? Ja, also bin ich eher die Person, die macht oder bin ich die Person, zu der gemacht wird? Und nochmal, mir ist es wichtig, es geht nicht darum, dass du nur entweder das eine oder das andere bist, aber es geht darum, wirklich auch zu gucken, wie sehr hast du deine unterschiedlichen Facetten in dir integriert. Die zweite Frage, die du dir stellen kannst, wenn du merkst, dass du in einer Beziehung bist, wo vielleicht die sexuelle Anziehung wirklich, wirklich rasant nachgelassen hat, ist die Frage, wer war ich, als wir uns kennengelernt haben? Und als ich meinen jetzigen Partner kennengelernt habe, als ich Emanuel kennengelernt habe, da war ich wirklich so eine, ne, also da war ich so die Tantra-Tante. Ich habe ganz viel Körperarbeit gemacht, ich habe Massagen gegeben. Ich bin wieder eingetaucht in dieses Mutterschaftsthema, was sowas war, was ich davor ganz, ganz weit auch von mir weggehalten habe. Und habe ganz viel diese Bereiche von Sinnlichkeit und Körperlichkeit für mich erforscht. Wenn du dir dann auch anguckst, so dieses, in welcher Energie bin ich eigentlich die meiste Zeit? In welcher ist das die Energie, die mir am meisten entspricht und mir am meisten Spaß macht? Und dir angeguckt hast, wer war ich vielleicht auch energetisch und womit habe ich mich beschäftigt, als wir uns kennengelernt haben? Kannst du natürlich auch gucken, in welcher Energie ist eigentlich mein Partner die meiste Zeit oder meine Partnerin? Wie sind die so drauf?
Und ticken wir da eher sehr gleichgeschaltet? Oder haben wir uns auch unsere Verschiedenheiten kultiviert, ohne sie bekämpfen zu müssen, weil wir sie in uns integriert haben? Und wenn ich mir jetzt angucke, auch wieder am Beispiel von meinem jetzigen Partner Emanuel, als wir uns kennengelernt haben, war er wirklich so, also laut diesem Konzept von Polarität, war er sehr in dieser männlichen Essenz, hatte eine Meditationspraxis, war so ein Waldschrat, ja, also hat davor ganz, ganz viel meditiert in der Zeit, hat sich auch mit Sexualität auseinandergesetzt, aber vielleicht noch eher aus so einer spirituellen Sicht kommt. Und ich kam, glaube ich, eher aus so einer erdigeren und ja, da vielleicht noch mal anderen Sicht. Ja, also nicht nur so strikte Regeln und jetzt muss alles nur so und so, sondern wirklich auch dieses Hauptsache, es macht Lust. So. Der nächste Punkt, den du dir dann angucken kannst, ist also, wer war ich früher, wer war mein Partner früher? Und aber auch, was ist unsere jetzige Dynamik? Und ich habe definitiv auch gemerkt, also jetzt gerade noch mal ganz, ganz verstärkt in den letzten ein, dreiviertel Jahren, dieses ständig am Hasseln zu sein, zu Hause zu sein und beide, ja, also beide viel zu Hause, beide viel am Computer, beide gemeinsames Business, beide gemeinsam den Familienalltag, zu sehen, er irgendwie, ne, auch aus seiner damaligen Eremitenrolle kommt, mehr in so einen Familienalltag integriert, ich mehr in dieses Business reingegangen und zu sehen, dass dadurch vielleicht tatsächlich auch ein Stück weit diese ursprünglichen Qualitäten, in denen wir uns kennengelernt haben, diese Essenzen sich verloren haben und wir mehr in einen gemeinsamen Alltag, in Gemeinsamkeiten, aber eben auch eventuell in eine sexuelle Neutralität gekommen sind. Und ich sehe das bei uns beiden ganz, ganz stark, dass wenn wir lange viel dasselbe machen oder in ähnlichen Modi unterwegs sind, dass das meistens dazu führt, dass die Lust auf sexuelles Miteinander und auch das Interesse füreinander, also wenn man mal so ganz ehrlich ist, ne, irgendwie sich immer die gleichen Sachen vom anderen anzuhören, das ist halt auch wahnsinnig langweilig. Und unser Nervensystem steht auf neue Dinge. Alles, was Neues ist, aufregend. Ja, auf einer biochemischen Ebene. Es ist aufregend, es ist exciting. Und das, was exciting ist, ist auch, kann beängstigend sein, aber kann eben auch lustvoll und geil sein. Und das heißt also, der nächste Schritt ist wirklich, sich zu überlegen, wie können wir unsere Unterschiedlichkeit, unsere Polarität wieder mehr stärken. Und das heißt, sich wirklich auch wieder auf Dinge zu berufen, unabhängig voneinander und zu schauen, was tut mir gut. Und das merke ich, und das beschreiben auch viele Paare, dass wenn der eine dann mal weg ist, irgendwie auf, keine Ahnung, auf einer Dienstreise oder im Urlaub mit jemand anderem und dieses, dass man sich eine Weile nicht sieht und wirklich beide auch noch mal, und das kennt ihr sicher auch, dass wenn der Partner, die Partnerin nicht da ist, dass man nach einer Weile mit sich alleine auch noch mal in einen anderen Flow findet, in einen anderen Alltag, in irgendwie eine andere Ausrichtung vielleicht sogar und einen anderen Fokus. Und dann kommt da wieder diese andere Energie. Und dann ist es manchmal so, dass am Anfang dann auch wieder eine sexuelle höhere Anziehung da ist. Also wir merken das ganz doll. Wenn Emanuel seine Wanderungen macht, der geht wahnsinnig gerne wandern, läuft ein Stück Jakobsweg. Und ich mache irgendwie, ich fange wieder an zu musizieren und kruschtel rum und packe mich in die Sauna. Und wenn wir sozusagen Räume bewusst unabhängig voneinander suchen, die uns unsere Unterschiede kultivieren und uns individuell nähren, ist das definitiv was, was meistens das Knistern und die Leidenschaft auf jeden Fall antickt. Und der andere Pol ist natürlich aber auch, gemeinsame, bewusste Räume zu finden, um die Gemeinsamkeiten und diese Intimität zu nähren. Also es ist sozusagen der Balanceakt zwischen dem Mysterium und dem Fremden und der Gemeinsamkeit. Und die Gemeinsamkeit schafft die Vertrautheit, kann aber sozusagen auch die Langeweile zur Folge haben. Und das Mysterium kann eine Aufregung erschaffen, aber natürlich auch eine Angst. Und das hat dann wieder viel damit zu tun, ja, wie sicher fühle ich mich in mir und mit mir, wie sehr kann ich mir auch vorstellen, unabhängig vom anderen ein glückliches Leben zu führen, so wie gesund ist die Beziehung zu mir selber und wie gesund ist vielleicht auch unsere Beziehungsdynamik miteinander. Und wenn man jetzt in so ein klassisches Polaritätsretreat gehen würde, auf so ein Seminar, auf so ein Mann-Frau-Seminar, da ist es dann echt so, dass die Männer Hakka tanzen gehen und meditieren, warte mal, meditieren und raufen und in den Wald gehen und das Holz sammeln, ja, und die Frauen irgendwie im Frauenkreis sitzen und sinnliche Tänze machen und Tarotkarten ziehen und im roten Zelt zusammen menstruieren.
Und auch an der Stelle wieder ganz wichtig der Hinweis, nimm sozusagen die Schablone runter von Mann, Frau gleich männlich, weiblich, sondern wirklich zu schauen, was liebe ich und was nährt mich. Und wenn ich merke, Hackertanzen ist das Geilste und durch den Wald streifen, ja, oder wenn ich merke, sinnlich tanzen ist einfach das, also diese Sinnlichkeit und darin Flowen und Gemeinschaft und Connection und Community, einfach nur das wiederum zu stärken, unabhängig davon, in welchem Körper ich bin und wie ich sexuell ausgerichtet bin. Wo blühe ich auf? Und um das Ganze also nochmal abzurunden und wieder zurückzukommen zu diesem Bild von Yin und Yang, ne, von diesem Yin und Yang-Zeichen, da ist eine Möglichkeit, um auch Polarität zu erforschen, weil vielleicht, ne, haben wir uns auf eine bestimmte Art und Weise geprägt und hängen da mit unseren Masken und wissen eigentlich gar nicht, wer wir sind in unserer Essenz oder haben uns total angeglichen. Und um da wieder rauszufinden, wo ist denn vielleicht das Schwarz und Weiß zwischen uns, wo sind denn die Unterschiede, ist eine Möglichkeit, Rollenspiele zu spielen. Spiele mit klaren Regeln und unterschiedlichen Rollen. Und sich einfach mal auf Erfahrungen einzulassen, die vielleicht neu sind und die vielleicht ungewohnt sind und die sich vielleicht auch sehr verletzlich und nicht vertraut anfühlen, aber in der bewussten Reflexion solcher Rollenspiele rauszufinden, was gibt es vielleicht auch noch an neuen Möglichkeiten und Dynamiken? Und es könnten so Sachen sein wie, okay, für die nächsten 3 Tage triffst du alle Entscheidungen und dann die Tage danach, da treffe ich alle Entscheidungen. Oder für diese Woche, keine Ahnung, machen wir ganz viel Pornovögeln und für die nächste Woche machen wir ganz sinnliche Intimitätsräume. Das könnte eine Möglichkeit sein, das Ganze zu spielen oder eben wirklich in bewusste, unterschiedliche Haltungen und Qualitäten reinzugehen. Und da aber auch nochmal ganz wichtig für mich immer dieses, ne, es geht darum, Gegensätze, wie sehr schaffe ich das zu verkörpern, weil das schafft halt Spannung und das schafft Ladung und das schafft vielleicht auch eine Neugier und ein Interesse. Und das andere ist, es geht nicht darum, dass es gegensätzliche Teile sind, die sich irgendwie bekämpfen. Es geht nicht darum, dass man irgendwie so in entgegengesetzten Polen landet, dass man überhaupt nichts mehr miteinander zu tun haben möchte, sondern es ist eher diese Idee auch, wie können wir uns ergänzen? Wie können wir anfangen, uns auch in unserer Verschiedenheit aufeinander zu beziehen? Und inwiefern hast du natürlich nicht auch Anteile, die ich in mir habe und die für mich interessant sind? Und wie schaffe ich es also, die Tür aufzumachen und einen Raum zu schaffen, das zu erforschen? Und dadurch, dass ich es für mich erforscht habe, vielleicht auch ein viel besseres Verständnis von dir entwickelt zu haben. Und da vielleicht auch noch mal ein ganz kleines praktisches Beispiel, jetzt wirklich mit einem extrem sexuellen Kontext. Aber wenn ich immer eher die Person bin, immer die Person bin, die eher eine being done to ist, also die mit sich machen lässt, oder ne, wenn ich immer eher die Person bin, die penetriert wird, dann könnte ich mal damit spielen, wie ist es zu penetrieren oder wie ist es mal einfach aktiv zu sein, um sozusagen dadurch außerhalb meiner Komfortzone zu agieren und den Raum aufzumachen, einerseits ein tieferes Verständnis von dieser anderen Energie und Qualität zu bekommen und andererseits ja vielleicht auch ein neues Knistern und eine andere Polarität und Ladung zu entwickeln. Also nochmal zusammenfassend, an der Stelle. Es ist zu beobachten, auch laut Studienlage, dass Gemeinsamkeiten Beziehungen langfristig am Leben erhalten, aber tatsächlich ein Stück weit die Leidenschaft killen. Und das, was Eros und Leidenschaft beflügelt, ist die Verschiedenheit, ist das Unterschiedliche. Das, was du machen kannst, ist, dir mal zu überlegen, ja, also wenn du jetzt diese Schablone nutzen möchtest von männliche Essenz, weibliche Essenz, Yin und Yang, wie auch immer du das betiteln willst, zu überlegen, wo bin ich denn eher zu Hause? Bin ich eher der Verstandsmensch oder bin ich eher der Körpermensch? Bin ich eher der fokussierte, spirituell nach oben ausgerichtete? Bin ich eher der erdige, emotionale? Und da auch zu schauen, wie sehr habe ich in mir sozusagen beide Seiten integriert? Und wie läuft die Dynamik in unserer Beziehung? Und sind wir eher irgendwie nach vorne gleich ausgerichtet oder sogar am Rumkämpfen? Oder ist es ein Tanz oder ist es ein Flow miteinander? Also da die Fragen, in welcher Essenz bin ich? Wer war ich oder wie war ich, als wir uns kennengelernt haben? Wie war der andere, als wir uns kennengelernt haben? Und was ist vielleicht unsere aktuelle Dynamik? Und wie würde sich das anfühlen, Sachen mal ganz bewusst anders zu machen oder umzudrehen?
und ja, dadurch einen neuen Raum aufzumachen, vielleicht für eine neue Anziehung. Und das kann man natürlich auch an der Stelle nochmal ganz ehrlich sagen, vielleicht auch einen Raum für eine Abstoßung. Ja, also in dem Moment, wo ich vielleicht mehr in meine eigene Energie reinkomme, kriege ich mit, dass das, wie der andere tickt, für mich nicht so attraktiv ist. Zum Beispiel ich mit meiner sehr, vielleicht sehr weiblichen Essenz auch, habe früher eben auch sehr weibliche Leute angezogen, weil ich dieses krasse ich einfach was anderes nach außen signalisiert habe und dadurch auch andere Leute angezogen habe und dann immer frustriert war und sauer war, dass das mit der Sexualität über kurz oder lang nicht wirklich geklappt hat. Und anstatt dass eine Offenheit für beide Seiten da war, diese starren, festgefahrenen Muster aufzubrechen und in eine neue Dynamik und in Flow reinzukommen, haben wir uns da einfach zu Tode gekämpft und abgearbeitet und waren am Ende einfach super resigniert. Wenn du Fragen hast, stell sie gerne unten. Ich habe für heute und für jetzt wirklich nur sozusagen das Zeitfenster, aber bin natürlich neugierig, auch auf Fragen einzugehen, die vielleicht mal in einem Post zu beantworten oder in einem nächsten Live. Eine Sache, die ich gerne an der Stelle noch ankündigen möchte, ist, ich habe total Bock, einen Kurs rauszugeben. Und dieser Kurs schwebt schon seit 2-3 Monaten. Aber ich war selber so irgendwie tatsächlich asexuell auf eine Art und Weise, dass meine Kreativität war so. Und ich möchte gerne einen Kurs rausgeben für Paare mit der Überschrift Liebe und Libido. Und in diesem Kurs soll es genau darum gehen, zu gucken, wie können wir wieder das Knistern fördern, indem wir aus vertrauten Dynamiken rausgehen. Und was gibt es für Räume, die sich sicher und geschützt anfühlen, wo wir als Paar einfach forschen können im Kontakt miteinander und aber vielleicht mal ganz neue Rollen und dadurch auch ganz neue Erfahrungsräume miteinander aufmachen können und sozusagen die Möglichkeit einladen, auch wieder die Leidenschaft zu finden und das Mysterium und das vielleicht Unsichere, aber eventuell auch sehr Anziehende ineinander. Und an der Stelle einfach nur, das würde mich interessieren, ist das was, woran du Interesse hast? Ist das ein Kurs, an dem du Interesse hast und wo du sagst, ja, Britta, das klingt total geil, da sozusagen als Paar angeleitet zu werden, im Trautenheim zu Hause, im sicheren Raum sozusagen, im Vertrauten mal neue Dinge auszuprobieren? Oder ist das was, wo du sagst, nee, weißt du was, ich habe gerade ganz andere Probleme? Dann bin ich da natürlich auch neugierig drauf. Und ansonsten hoffe ich, dass du für dich ganz viel mitnehmen konntest aus dem heutigen Live. Wie gesagt, wenn du Fragen hast, wenn Fragen auftauchen, poste sie gerne hier drunter. Lass mich wissen, was du mitgenommen hast und lass mich auch wissen, was hältst du von so einem, weiß ich nicht, 4- bis 6-wöchigen Kurs Liebe und Libido für Paare, um wieder zurück in mehr Leidenschaft, in mehr Anziehung und in mehr erotischen Tanz miteinander reinzufinden. Auch darüber bin ich neugierig, was du von dieser Idee hältst. Und dann wünsche ich dir an der Stelle einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, dass, und sei es nur, dass du heute Abend rausgehst und wirklich noch mal überlegst, in welcher Energie bin ich gerade die meiste Zeit? Und ist das eine Energie, die mir auch für mich selber Lust macht und die mich nährt? Und ich kenne das zum Beispiel, wenn ich anfange, sehr fokussiert nur noch und sehr irgendwie gestresst und geradeaus, ist das was, wo ich auch wirklich allein schon für mich, ich finde mich dann auch irgendwie nicht mehr sexy und ich fühle mich dann nicht mehr lebendig. Und es erstaunt mich dann nicht, wenn mein Partner das auch nicht tut oder ja, andere Leute. Und das Gleiche erlebe ich tatsächlich auch in meinem Partner. Und das Gleiche erlebe ich, wenn ich von außen auf Paare gucke, manchmal ganz doll, dass die erstmal mit sich selber voll unausgewogen sind und uneins und dann eben im Kontakt auch nicht in diesen Flow finden, auf den sie eigentlich so Bock haben. Okay, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend und freue mich, von dir zu lesen und zu hören.